Jo, Massi Wasser hier nach dem 2:2 im Derby gegen Hiltrup. Ihr habt noch ganz spät den Ausgleichstreffer kassiert. Hätte das Ding vorher eigentlich klar machen müssen. Wie hast du es gesehen jetzt in der zweiten Halbzeit? Ja, also Hiltrup hat dann im Endeffekt viele lange Bälle gespielt, was natürlich auch klar war, weil die kommen mussten und wir waren vielleicht einen Tacken zu passiv und haben die Bälle vielleicht, hätten wir die vielleicht weiter von hinten spielen lassen müssen, dann wären die ungefährlicher gewesen. Aber die machen im Endeffekt, wie schon gerade gesagt, aus einer Chance machen die zwei Tore. Wir wissen selber nicht, wie die den Punkt holen und fahren nach Hause. Ne? Aber so ist Fußball und von daher müssen wir jetzt damit leben. Ne? Klar hätten wir den Deckel zumachen müssen, aber das ist halt immer so. Vor allem in der ersten Halbzeit war die auch richtig gut drin. Ne? Da habt ihr gut gespielt, die Tore gut ausgespielt. Ne? Wie hast du es da gesehen? Ja, ich glaube, wir haben insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht, dass dann die Mannschaft, die zurückliegt, dann mit vielen langen Bällen agiert und dann Druck macht. Irgendwo auch, das ist natürlich auch klar, nur heute konnten wir das halt nicht über die Runden bringen. Für mich holt Hiltrup hier einen Punkt, relativ unverdient. Ich glaube schon, dass wir die 3 Punkte absolut verdient hätten. Mhm. Und nichtsdestotrotz müssen wir jetzt damit leben, ja, und daraus lernen vor allem. Alles klar, super, ich danke dir. Die Angelis hier. Ja. Nach dem für euch am Ende doch glücklichen Punktgewinn noch, ne? Aber war hart erarbeitet, ne? Also. Ja, also in der ersten Halbzeit hat man gesehen, hat es nicht so wirklich funktioniert, viele individuelle Fehler. Es ist schwierig immer, wir haben häufig in der ersten oder allgemein manchmal die Schwierigkeit, ins Spiel richtig reinzukommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, auch richtig zu kämpfen und den Kampf auch wirklich anzunehmen, was halt überhaupt nicht geklappt hat bis dahin. Und das Produkt daraus ist ja dann eben, dass wir die 2 Tore machen. Das letzte ein Eigentor, welches einfach dann durch den Willen auch gekommen ist und die spielerische Leidenschaft, die wir dann an den Tag gelegt haben. In der ersten Halbzeit hat vor allem die Wucht so ein bisschen gefehlt. Ne? Auch in den Zweikämpfen, da war die spielerisch da, aber da hat so ein bisschen das Feuer gefehlt. Ne? Ja, einfach diese Mentalität, auch im Zweikampf wirklich gewinnen zu wollen, was entscheidend ist. Das hat gefehlt, da war die Körpersprache nicht richtig. Das haben wir dann durch die Ansprache des Trainers auch in der zweiten Halbzeit gut umgestellt, haben auch sinnvoll gewechselt, vor allem auf 6 waren wir deutlich präsenter als vorher. Und das hat einfach uns immens gut getan, auch diese Kopfbälle dann zu gewinnen, wenn der Ball mal angeschlagen wurde oder ähnliches. Und das ist dann einfach verdient, dass man dann das Unentschieden auch holt. Super, und jetzt wird wahrscheinlich noch ein bisschen gefeiert, oder? Oh, jetzt feiern wir auf jeden Fall am Sonntag. Alles klar, euch viel Spaß. Ja, danke, ne?